Unibet. Es war eher so, weil wir gewusst haben, wir sind beide auf dem gleichen Level. Das war ja die ganze Nachwuchskarriere. Es hat sich nie irgendwie so ein bisschen außerkristallisiert, dass der eine da jetzt das ein bisschen besser. Das heißt, es ist unterm Strich, waren wir immer auf dem gleichen Level. Und somit war es eigentlich so, dass ich mich eher gefreut habe, dass wenigstens einer von uns zwar getroffen hat, dass wenigstens einer von uns zwar quasi in die Medien gestanden ist. Weil geil ist geil, die Leute wissen ja nicht, wer ist. Wo es natürlich aber den Nachteil hat, geärgert haben wir uns mehr. Sagen wir so, der Steffen hat sich geärgert, wenn ich einen Fehler mache, weil dann der Trainer klappt hat wahrscheinlich, das war der Steffen und umgekehrt das Gleiche. Wir haben zwar doppelt positiv auffallen können, aber auch doppelt negativ. Das heißt, wenn einer was Gutes gemacht hat, haben wir uns doppelt gefreut. Wenn aber einer einen groben Schnitzer gemacht hat, ein Turnover auf der blauen Linie, war der andere draußen auch angefressen, weil er war so, nächsten Tag gab der Trainer, das war ich. Über 1500 Einsätze für den KAC. 1,5 Jahrzehnte für nur einen Club. Ein Zwillingspaar, das heimische Eishockey geprägt hat. Manuel und Stefan Geier und deren große Karrieren. Im Unibet Hockey O'Clock Podcast so offen und ausführlich wie noch nie. Es war dann ein bisschen so ein Turning Point für uns mit dem Beto, weil wir waren dann nicht mehr die jüngsten Spieler. 2019 war generell ein prägendes Jahr, dann eine prägende Saison für mich, weil du warst das erste Mal, dass wir ziemlich lang gebraucht haben, bis wir einen Vertrag gekriegt haben. Ich glaube, das wieder. Und in dem Moment, wo ich den Schuss aufs Knie bekommen habe, habe ich schon gewusst, oh weh, das ist Kniegulasch. Weil so eine Schmerzen habe ich noch nie gehabt in meinem Leben. Weil, hat höllisch weh getan. Ich habe meinen Fuß gescheit nicht bewegen können. Ich habe in dem Moment gewusst, ich habe später auch mit dem Andrew Kosick, der war da verletzt, der ist darüber gesessen, genau. Mit ihm habe ich geredet, der hat gesagt, man hat es auch hören können, dass das nicht gut gelungen hat. Und draußen rausgefahren, Knieschützer runter und dann schaut die Kniescheiben schon ganz anders aus wie das, was man gewohnt ist. Und dann weiß man schon, okay, nächste Woche bin ich wahrscheinlich nicht dabei. Weggefährten und Freunde wie Raphael Herburger. In der Kabine hat es dann oft schon geheißen, das Cycle of Death ist wieder unterwegs. Und das war dann eigentlich auch immer unser Motto, wenn wir da in ein Spiel rein sind gegen Top-Teams, dass wir da wirklich Zeit in den Offensivzonen verbringen und so den Gegner zermürben. Oder Thomas 100 Pfund. Die große und kleine Momente Revue passieren lassen. Er war mein Cookie-Monster, weil sobald es irgendwas Süßes gegeben hat, war der Steffen nicht weit und war der Erste, der zugeschlagen hat. Am liebsten hat er natürlich selber was von der Mama Geier mitgebracht, die immer Kuchen für 20 Leute mitgegeben hat. Leider hat es immer nur für eine Person gereicht, Stefan Geier. Kundige Beobachtungen, spannende Erlebnisse und unfassbare Anekdoten aus 14 Jahren Profi-Dasein. Es war ein sehr, sehr hartes Sommertraining. Da haben, glaube ich, von 20 Spielern haben 15 eine Beinhautentzündung gehabt, weil wir nur Hürdensprünge gemacht haben und alles Mögliche. Was ich ehrlich sagen muss, wir waren dann schon gut beieinander in der Saison, also wie die Saison gestartet hat. Aber im Großen und Ganzen, jetzt kann man locker drüber reden, wie das im Moment der Trainer ist, kannst du nicht sagen und alles. Er war so ein bisschen ein Kabarettist für mich. Er hat im Training einen Spieler einmal zusammengeschrien und alles und trat sich zum nächsten Spieler um, er gebe ihm Shit, und hat gelacht. Wenn ich jetzt Leute triff, die mit dem KC nur ganz weitläufig was zu tun haben, das Erste, was die sagen, ja genau, gegen Zagreb, die Massenschlägerei. Also ich glaube, das hat auch Leute erreicht, die früher gar nicht gewusst haben, was Eishockey ist. Die haben, glaube ich, Curling mit Eishockey verwechselt und haben gewusst, KC, Zagreb, da hat es was gegeben. Und das war einfach, es war eine irrsinnig wahnsinnige Serie. 7 Stunden Interviews. 2 Brüder in 3 Episoden. Die Rückschau auf die Karriere von Stefan Geier am 6. November. Der Rückblick auf die Karriere von Manuel Geier am 13. November und ein ganz besonderes Finale am 20. November. Überall, wo es den Unibet Hockey O'Clock Podcast gibt. Unibet O'Clock. Exzellente Unterhaltung mit dem schönsten Sport der Welt. Unibet Hockey O'Clock.